Im heutigen Video geht es um meine Top 10 Ausrüstungsgegenstände im Bereich Bushcraft. Biggie? Hey! Eisigi Pop hier mit einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Top 10 Gadgets, Ausrüstungsgegenstände, die ich immer im Wald dabei habe. Also dranbleiben. Hallo? Ja, was? Ja, in dem Fall seht ihr 20 Gegenstände. Viel Spaß mit dem Video. Ahoi Leute, ich bin Atze der Buschpirat. Herzlich willkommen zum ersten Battle Atze vs. Siggi. In diesem Fall, Siggi, sei gegrüßt. Hallo Leute. Danke, dass du mitmachst. Ja, ich freue mich. Und für euch wird es richtig spannend, denn wir stellen euch heute unsere Top 10 Ausrüstungsgadgets im Bereich Bushcraft und Outdoor vor. Ja, und mit viel Glück seht ihr in einem Video nicht sogar nur 10, sondern wahrscheinlich vielleicht sogar 20, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir dasselbe dabei haben, ist relativ klein. Ja, weil ich habe das coole Zeug dabei. Und ich das noch coolere. Scheiße. An der Stelle sei noch ganz kurz die Julia und der Markus von dem Kanal Just Touring gegrüßt, denn die haben letztens auch so ein Top 10 Video veröffentlicht und da habe ich mir gedacht, hey, das ist eine coole Idee, das möchte ich auch machen. Also ihr zwei, seid gegrüßt und wenn euch so Reisen in einem kleinen Puck-Wohnwagen interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei den beiden vorbei. Gut, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet, ganz kurz, Siggi, was für Gadgets hast du dabei, nach welche Kategorien oder erzähl mal ein bisschen was. Naja, als du mich gefragt hast, ob ich Lust habe, bei dem Video dabei zu sein, hast du ja das Wort Gadget in den Mund genommen. Und Gadget sind für mich kleine Dinge, die man so noch zusätzlich dabei hat. Nicht irgendwie ein Schlafsack oder ein Rucksack oder ein Zelt, sondern einfach Dinge, die, sag ich mal, draußen das Leben leichter, schöner, gemütlicher, wie auch immer machen. Und ich habe eigentlich, sage ich mal, Dinge dabei, die ich tatsächlich auch immer auf Natur dabei habe. Also das sind Dinge, die ich nicht missen möchte auf Natur. Also würdest du sagen, eher so deine Liste eher vom praktischen Faktor her oder so ein bisschen so Herz und Bauch so dabei, so ein bisschen so deine Lieblingssachen oder, ja, es ist oder schon eine Mischung? Ja, es ist tatsächlich eher der praktische Faktor bei mir gewesen. Okay. Muss ich sagen. Ja, cool. Ist bei mir auch ähnlich. Ich habe jetzt auch 10 Sachen rausgesucht. Ich fand, das war auch gar nicht ganz so einfach. Ich habe mich aber auch jetzt ein bisschen auf die kleineren Sachen so beschränkt. Ich glaube, das ist für euch auch deutlich interessanter. Ja. Und bei mir ist es so eine Mischung. Es sind so Lieblingssachen dabei, aber auch Sachen, wo ich sage, hey, die sind wirklich richtig praktisch, wenn man draußen unterwegs ist. Ja, ich habe schon das eine oder andere gesehen. Ja, ein paar Sachen weiß stehen ich schon, hier was rum. Die, ja, hast du schon was die Herzsachen sind, weiß ich da bei dir schon. So alles ich. Klar. Ja, hier liegt ja auch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ihr wisst jetzt ungefähr, was euch erwartet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, Siggi, du fängst an. Ich soll anfangen? Ja. So als Gast quasi. Platz 10. Platz 10. Also bei mir ganz einfach, ist hier drin, muss ich kurz noch rausfummeln. Soll tatsächlich auch noch ausgetauscht werden, ist jetzt so eine Art Übergangsgegenstand. Und zwar ganz, 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 ganz mega banal, dieser kleine Trinkbecher. Mhm, okay. Ist ein Edelstahlbecher, hatte eigentlich einen Griff dran, den habe ich dann aber abgemacht. Weil nämlich das Schöne ist, wenn der Trangier passt nämlich ganz genau hier rein und mit dem Tuch zusammen passt es eben ohne Griff wiederum hier in meinen Titantopf rein. Und dann habe ich halt eben mit Deckel dann ein kleines Kochset, ein Trinkgefäß. Ein Trinkgefäß ohne Henkel. Genau, das ist nämlich der Nachteil dabei, wenn ich nämlich da nämlich Kaffee reinmache, das habe ich noch nicht festgestellt, dann wird die Tasse nämlich richtig, richtig heiß. Und da gibt es ja von ganz vielen Herstellern, von denen auch der Topf ist, so ein Titantöpfchen mit einem kleinen Henkel. Und den will ich mir noch holen und dann wird der eben ausgetauscht. Ja, aber gut, dieser kleine Becher, eben weil er zum Kaffee trinken, zum Zähneputzen, zum Bier zum Beispiel einschenken gut geeignet ist und halt eben hier in diesen kleinen Topf reinpasst. Und ich, ja gut, das ist natürlich mega praktisch, wenn da auch der Trank hier reinpasst. Genau. Und wenn man was Kaltes trinkt, dann braucht man auch keinen Henkel. Nee, dann braucht man keinen Henkel. Ach so. Bin ich mal froh, dass ich den Becher als erstes gewählt habe. Wir haben das nicht abgesprochen. Das war ein Zufall oder ist ein Zufall. Gut, kann man nachvollziehen. Coole Geschichte. So, als erster. Immer super praktisch, wenn man ein sehr kompaktes Kochset hat.
Mehr kann man immer mitnehmen. Natürlich. Aber wenn es mal klein und handlich sein soll, dann ist da alles wirklich drin. Genau. Sehr, sehr, sehr cool. Gut, ich habe auf meinem Zettel zwei Sachen stehen. Wie, und ich habe gesagt, okay, als Platz 10. Aha. Und ich kann mich jetzt nicht wirklich entscheiden, welche ich nehmen soll. Also gut, ich mache das aus dem Bauch heraus. Okay. Mein Platz 10 ist Paracord. Aha. Ich bin ein absoluter Paracord-Liebhaber. Als ich meinen ersten Paracord in der Hand gehalten habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist eine richtig coole Schnur. Ja. Es ist nicht nur eine Schnur, es ist halt einfach Paracord. Ja? Und ich bin ja eh so ein Knotenliebhaber, also wenn euch Knoten interessiert, ich verlinke euch da mal ein Video, könnt ihr euch das mal reinziehen. Ich habe auch ein Video gemacht zu Knoten, könnt ihr auch mal beim Sigi vorbeischauen, meinst du, schaut besser, aber... Und ich finde einfach, Paracord ist einfach... super praktisch, also klar zum Tarp abspannen, man kann Sachen irgendwann die Bäume hängen, man kann es mal als Schnürsenkelersatz, wenn er mal gerissen ist, kann man das mal notfalls reinfädeln. Also Paracord gehört für mich immer dazu und das ist definitiv auf meiner Top 10 Liste. Ich meine, ich könnte auch, glaube ich, eine Top 50 Liste voll vermutlich machen. Ja, aber ich möchte Paracord auf meiner Liste auf jeden Fall dabei haben und deswegen Paracord bei mir auf Platz Nummer 10. Ist eine Schnur, die sich einfach etabliert hat. Ja. Es gibt zig andere Schnüre, die ähnliche Stabilität aufweisen, aber Paracord ist einfach Paracord. Ja, also es ist einfach so. Es ist einfach so, ja. Genau. Man hat keine Schnur dabei, man hat Paracord dabei. Natürlich. Gut. Dann Platz Nummer 9. Nummer 9. Ja, heute ja noch fertig sein. Ja, ja, ich trinke mal einen Schluck. Ja, ich auch. Es bleibt simpel, aber es bleibt auch bekannt. Jeder kennt ihn. Es ist auf deiner Liste ein Feuerstahl. Genau, der Feuerstahl. Und zwar ist es, glaube ich, der Army, ne? Der dickere ist der Army, glaube ich. Ich kann mir das immer nie merken. Es gibt den normalen, den normalen Fire und den Army. Und der Army ist, glaube ich, der dickere. Der dickere, genau. Ja. Es gibt viele Feuerstähle auf dem Markt. Es gibt mittlerweile ja auch ganz viele. Aber dein ist nicht dick. Der ist nicht mehr dick. Der war mal dick. Der war mal dick. Genau, es gibt viele Feuerstähle auf dem Markt mit Horngriff dran und mit selber geschnitztem Griff. Und ich habe auch ein Messer an meinen verschiedenen, auch welche mit schönem Holz dran und so. Aber ich finde, die Zusammensetzung vom Light My Fire Feuerstahl ist für mich unerreicht. Ja. Und einfach auch die Tatsache, dass der Schaber dabei ist, wo gleichzeitig auch noch die Pfeife dran ist. Und einfach die Funkenmenge, die Adin zu benutzen, ist einfach für mich, da gibt es keinen besseren Feuerstahl. Also kann ich absolut bestätigen. Ja. Also ich habe, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene zu Hause, die man mal geschenkt bekommen hat oder die man sich mal über die Zeit auch mal besorgt hat. Aber der Light My Fire ist mit Abstand. Ist so. Mit Abstand der Beste. Ja, es ist einfach so. Ja, also das lohnt sich. Es gibt noch so ein paar amerikanische, wo dann nochmal so ein bisschen mehr Magnesium drin ist und so. Aber ich brauche nicht so einen riesen Feuerstahl. Und man kann auch, wenn man sagt, man möchte nicht so einen Plastikgriff haben, man kann das, glaube ich, mit einem Bunsenbrenner und der Zange heiß machen. Dann kann man den Griff abziehen und kann dann was anderes natürlich oben drauf machen. Also kann ich verstehen. Habe ich auch lange überlegt, aber habe gedacht, nee, tu es nicht auf die Liste. Doch, aber der muss bei mir dabei sein. Der ist immer in meiner, wie sagst du immer schön, in deiner Crush-Pouch, Utility-Pouch, ist die drin, Possibility-Pouch, ja. Muss drin sein. Klar, könnte man auch ein Feuerzeug mitnehmen, aber ja, es ist einfach idiotensicher und es funktioniert auch immer und da macht man einfach nichts falsch. Und ja. Vielleicht noch kurz erwähnen, wenn vielleicht auch ein paar Einsteiger zuschauen. Ja. Also, wenn man anfängt, mit einem Feuerstahl Feuer zu machen, also wenn man Spaß daran hat, ein Muss ist es ja nicht, also es macht einfach viel Freude. Genau. Und wenn man zum Beispiel Kinder hat, ist es auch so eine Geschichte, Kinder mit einem Feuerstahl zu beschäftigen, das macht richtig viel Spaß. Mhm. Und wenn die da mal wirklich eine Flamme mal erzeugt haben auf so einer Birkenrinde, sind die Feuer und Flamme im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Und kauft aber euch auf jeden Fall einen dünnen Light My Fire. Mit allen anderen werden die Kinder frustriert sein. Du meinst den dicken? Oder ich würde den dünnen nehmen. Für die Kinder, die dünnen. Alles klar, gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Was Platz Nummer 9. Ich muss immer aufs Handy gucken. Ich habe das hier nicht so auswendig gelernt. Ja, ich habe das nicht auswendig. Streber. Mein Handy liegt da. Ich habe einen schönen Zettel geschrieben. Ja, ich auch, aber nur digital. So, mein Platz Nummer 9 ist die wunderbare
Echt? Auf 9 nur? Uko-Laterne. Mhm. Ja, es gibt noch so viele andere schöne Sachen. Das war echt schwierig, echt schwierig. Macht euch selber mal so eine Top-10-Liste und postet die mal unten in die Kommentare. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Und zwar die Uku-Laterne, die kennen auch viele von euch. Das ist hier so eine Art Sturmkerze mit einer relativ langen, lang brennenden Kerze, die sich automatisch so nach oben bewegt bzw. oben gehalten wird. Also die brennt wirklich 8 bis 9 Stunden. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da lohnen sich auch die Originalkerzen zu kaufen. Also ich persönlich finde, die brennen echt. Die leider sehr teuer sind. Die leider sehr teuer sind, aber man isst ja auch nicht jeden Tag vielleicht draußen und muss 9 Stunden so eine Kerze brennen lassen. Also das ist ja auch was Besonderes. Ich habe die Kerze ausgewählt, nämlich deshalb, weil ich finde, draußen im Wald abends zu sitzen und einfach sich zu unterhalten oder ganz gemütlich, wenn man alleine ist und einfach die Natur genießt, finde ich einfach so ein kleines schummriges Kerzenlicht einfach wunderbar. Das macht einfach eine ganz tolle Lagerstimmung. Man muss nicht immer die grellen Kopflampen anmachen oder generell das künstliche Licht. Und ich glaube, bei sehr vielen Touren haben wir die schon einfach nebendran an so einem kleinen Ästchen gehabt. Ja. Und haben einfach ein schönes. Guck mal, das ist so eine Schlaufe, da kannst du sehen. Ah, ja, hier. Genau, und haben eigentlich immer ein schönes Licht gehabt. Deswegen auf Platz Nummer 9. Ich hätte gedacht, die ist vielleicht sogar höher bei dir. Die war auch mal höher. Ah ja, die war mal. Aber es sind ein paar Sachen nachgerutscht. Ja, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist wirklich so ein bisschen so eine Herzensgeschichte auch. Ja. Und deswegen nur auf Platz Nummer 9. So, Schluck. Schluck. Platz. Es wird spannender. Oh, bei mir geht es super banal weiter. Okay. Aber viele werden es vielleicht. Ein Stück Schaumstoff. Wirklich. Also, aktuell sitze ich jetzt gerade auf diesem harten Holzding auf so einem Stück Plane und wünsche mir gleich, das Ganze hier unter meinen Popo legen zu können. Ja, also, dieses faltbare, von verschiedenen Marken gebende Sitzkissen ist einfach Gold wert. Ich habe eine lange Zeit, habe ich auch immer die BW Faltisomatte dabei gehabt. Habe ich eigentlich aus meinem Repertoire rausgenommen, außer jetzt dann vielleicht für den Winter dann wieder. Aber für die Sommerzeit reicht mir das Kleine. Die ist aber relativ dünn. Die ist relativ dünn. Mhm. Zum Sitzen reicht mir aber das dann teilweise. Kann man dann doppelt nehmen. Ne, also dann doppelt. Mhm. Und wo ich es halt auch viel nutze, ist zum Knien. Also gerade wenn ich Feuer anmache, wenn ich Holz hacke im Knien oder wenn ich irgendwie... Wenn du vor mir kniest. Ja, wenn ich vor dir knie, wenn ich eine Atze anbete, genau. Dann nutze ich dieses Kissen einfach auch als Polster für meine Knie einfach. Weil klar, Waldboden hast du Stöckchen, hast du mal eine Wurzel oder ein Steinchen. Und dann ist es einfach bequemer. Ja, auch gerade wenn der Boden feucht ist. Genau, und du bleibst halt auch trocken, du kriegst nicht nasse Knie. Und man kann es dann auch in den Stuhl reinlegen, wenn es am Hintern mal kalt wird. Also es gibt so viele Möglichkeiten, Feuer wie man das nutzen kann. Hast du schon gesagt? Zum Wehen, habe ich nicht gesagt, zum Anwedeln vom Feuer. Also es gibt x Möglichkeiten. Man kann es sich im Notfall auch, keine Ahnung, hinten so ein bisschen in die Nieren, in die Hose stecken. Der Outer Buddy hat neulich seine größere in der Hängematte hinten drin gehabt, weil es ihm zu kalt war. Habe ich auch mal die Wolldecke gehabt. Die genau, also, und das ist genau der springende Punkt. Ich hätte auch die Wolldecke, weil du die gerade ansprichst. Mhm. Im Winter wird das Ding durch die Wolldecke ausgetauscht. Im Sommer habe ich dieses, wobei ich vielleicht auch sogar beides dabei habe, ich meine, das Ding wiegt nichts. Okay. Das passt überall rein. Okay, cool. Deswegen mein Sitzkissen auf Platz Nummer 8. Mein Platz Nummer 8 ist natürlich viel, 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 viel cooler. guck mal an, die BW. Nämlich die BW Isomatte. Ja. Ich stimme dir, muss ich ja zugeben, bei allen Punkten, was du gesagt hast, zu. Also ich habe auch so eine kleine Sitzmatte. Ich möchte aber trotzdem hier in meine Top 10 auf jeden Fall die BW Isomatte mit reinnehmen. Klar, die ist groß, die ist schwer. Auf lange Wanderungen nehme ich die auch überhaupt auch nicht mehr mit. Ja. Aber trotzdem hat die noch gewisse Funktionalitäten, die ich echt super finde, neben der Sitzmatte. Also Bequemlichkeit, klar ist sie ein bisschen dicker, aber das würde ich gar nicht als Vorteil nehmen. Sondern ich nehme die ganz häufig, wenn ich dann ins Bett gehe. Und ich gerade auf einem Untergrund schlafe, wo viele Äste sind oder so, Tannenzapfen oder auch spitze Steine. Dass davor ich die, noch oder dann, also, dann, noch drunter? Dann, also ich sitze drauf und wenn ich dann ins Bett gehe, schiebe ich die nochmal zusätzlich unten rein. Oder vielleicht auch im Winter mal, dass man nochmal eine kleine Isolationsschicht hat. Oder was auch ein Bekannter von mir, mit dem ich ganz gerne draußen unterwegs bin, gerne macht, der legt sich abends gerne mal dann mal ans Lagerfeuer zum Beispiel mal quer hin. Du meinst
mich? Das geht natürlich mit einer kleinen Latte natürlich nicht. Also da kann man das wirklich mal, oder man kann es ja auch, was ich ganz gerne mache, wenn man mal an einem Baum sitzt oder so, kann man sich da so eine kleine Lehne auch machen. Genau. Also die BW Isomat ist wirklich sehr, sehr, sehr funktional. Also ich glaube, hat auch deutlich mehr Vorteile oder noch weitere Vorteile wie die Sitzmatte von dir, ja. Aber hat diesen riesen Nachteil, groß und schwer. Genau, und das Problem bei der sehe ich halt, wenn ich sie nicht in den Rucksack reinkriege, kann ich sie außen in der Regel bei den meisten Rucksäcken nicht dran machen. Schlecht, ja. Deswegen habe ich dann mal vor längerer Zeit mir auch so eine Evazote-Matte geholt, die ähnlich dünn ist, die aber rollbar ist und die dann eben unten am Rucksack noch hängen kann. Machen kann, so wie die große Faltmatte, diese Z-Light von Thermarest. Nachteil, jeder weiß, was du machst. Ja, genau, man sieht sofort. Ich habe auch schon mal überlegt, wie die halbe Isomatte, vielleicht eine halbe BW, vielleicht können wir uns mal zusammentun und uns mal nochmal eine besorgen. Und dann schlagen wir sie durch. Also die kann man nämlich auch wunderbar, also ja. Ja, und ich meine, die kannst du auch, wenn es wirklich Sommer ist und du willst kein Underkill in der Hängematte nutzen, kannst du die auch in die Hängematte legen. Das reicht im Sommer, wenn es wirklich nicht ganz so kalt ist, durchaus auch aus. Okay. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber kann ich mir gut vorstellen. Also hatte ich schon drin liegen. Klar wird es nicht so warm wie mit einem anderen Kilt, aber die schützt dich von unten auf jeden Fall. Okay, cool. Genau, Platz Nummer 8 bei mir, BW Isomatte. Ja, witzig, dass du jetzt die Matten auf der Seite stellst. Ja, Platz 8. Ich gucke gleich bei mir auch nach Platz 7, dass ich nachher das Handy nicht mehr in die Hand nehmen muss. Okay. Platz Nummer 7. Siggi. Es geht eigentlich banal weiter. Wasser. Genau, Wasser. Nee, da wo das Wasser drin ist. Dieser Beutel. Ah. Genau. Mein Platz 7. Genau, nee, der Trinkbeutel. Der hat sich über die letzten Monate und ich sag mal auch Jahre bei mir so jetzt in die Ausrüstung wieder reingeschummelt. Ich hatte die schon vor längerer Zeit, dann habe ich sie eine Zeit lang wieder nicht benutzt. Und es gehen 2 Liter rein in diesen Beutel. Ich sehe immer, was drin ist. Und das Ding ist leer, quasi nicht spürbar. Mhm. Es nimmt keinen Platz weg. Es wiegt an sich auch eigentlich schon gefüllt nichts. Ja. Und wenn es leer ist, rolle ich es halt einfach zusammen, stecke es irgendwo in die Seitentasche von meiner Hose. Das heißt, wenn ich meine Tour beendet habe, das Wasser ist leer, kann ich etwas sorgloser packen, weil ich nicht wieder gucken muss, wo passt das noch irgendwie rein. Das kann ich einfach zusammengerollt in die Seite reinstecken oder ich kann es auch in meinem neuen Rucksack zum Beispiel, passt es auch wunderbar in das Netz rein, da habe ich es bei dir ja auch gesehen gehabt. Ja, und stimmt, bei dem Rucksack passen die genau, passen die super rein, bei dem Osprey-Rucksack, bei dem grünen. Und das Ding kostet nichts, es ist BPA-frei und keine Ahnung, du kannst es... Ja, kostet nichts, es ist schon teurer wie eine Chemieflasche, also für so ein bisschen Plastik muss man schon mal denken, so... Knapp über 10 Euro irgendwie, glaube ich, kostet es. Okay, ja, gut. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann nimm doch einfach eine PET-Flasche mit oder so. Ich persönlich nehme keine PET-Flaschen zu Hause, benutze ich nicht. Mir extra stilles Wasser für draußen zu kaufen, sehe ich nicht ein. Ich benutze Leitungswasser. So, dann ist das Ding halt perfekt. Ja, also diese PET-Flaschen, da kommt immer dieses Argument, wenn man Gewicht sparen will. Klar, eine PET-Flasche kannst du ja auch mehrmals auffüllen. Ja. Aber hat einen Nachteil. Und zwar kenne ich viele, die zwar mit PET-Flaschen rausgehen, aber wenn sie dann leer sind, halt zusammenknüllen und zusammenrollen. Ja. Und natürlich kann man die über den gelben Sack wieder in den Kreislauf bringen, aber zurückgeben kann man sie schlecht, wenn die mal so zusammengeknüllt sind. Musst du aufpusten oder genau, sonst irgendwas. Genau, das ist immer so, ob der Automat es dann annimmt. Ja. Und ich nutze die Dinger auch. Und ich mache das meistens so, weil ich einfach, also wenn es wirklich richtig leicht sein soll, dann trinke ich auch direkt daraus. Ja, genau. Aber wenn es mal nicht ganz so leicht sein muss, dann habe ich gerne eine normale Trinkflasche dabei, aus der ich trinke und füllst es dann immer genau, und fülle es dann einfach um. Ja gut, oft reichen mir 2 Liter ja gar nicht. Meistens habe ich dann entweder noch eine kleine Flasche dabei oder ich habe noch die Clean Canteen dabei. Mhm. Aber irgendwie, ich will halt nicht zwei Flaschen rumschleppen müssen, die einfach sehr sperrig sind. Ja. Und am Ende dann, klar, die wiegen selber auch nicht so wahnsinnig viel. Aber es sind halt doch ein paar hundert Gramm und mit dem Beutel dann zusammengerollt. Das verstehe ich, ist ein guter Platz 7, definitiv. Ja. Da bin ich, das muss ich zugeben. So, meine Damen und Herren. Mein Platz Nummer 7. Ja, mir schläft gerade Arsch ein. Ist meine Trinkflasche. Nein. Ist ein ganz ein kleines Gadget. Aber ich finde das richtig praktisch. Und willst zwar, du jetzt nicht deine Hose aufmachen, oder? Ein Lederlappen. Da kann man jemanden verprügeln. Nee, in der Tat, auf Platz 7 ist dieser kleine Lederlappen.
den ich damals in den USA gekauft habe, der ist von Firebox, aber kann man sich natürlich auch super einfach selber machen, einfach ausschneiden, ja. Kann man ein paar Löcher reinnieten, wenn man es cool findet, oder man nimmt einfach einen quadratischen Restlappen, kann die man Löcher sich überall hast du warum reingemacht? Einfach nur optisch? Nö, die waren da schon drin. Ach so. Ich glaube, das ist nur Optik. Ja. Und ich finde es einfach super praktisch, wenn man kocht, kann man heiße Sachen anfassen, muss nicht immer einen Handschuh anziehen. Ja. Auch mal irgendwie, wenn man dann in so einem Kochtopf dann kocht, kann man oben einfach mal das mal wegnehmen. Ich finde es einfach super praktisch. Also man kann auch, wenn man vielleicht so kleine Schnitzarbeiten macht, da ein bisschen als kleinen Schutz. Ja, du kannst auch deinen heißen Topf draufstellen beim Essen. Genau, du kannst auch abstellen. Hier richtig, genau, du ja. kannst auch hier einfach was abstellen dann ja. oben drauf. Vorsichtig, dass du die Dinger nicht verlierst. Ja. Und ja, das ist so was Kleines und ich merke, wenn ich ihn vergessen habe. Mhm. Weil ich nehme eigentlich fast keine Handschuhe, also dicke Lederhandschuhe mehr mit, ja. weil ich das einfach auch zu schwer und zu groß finde. Und der reicht mir meistens für alle Arbeiten, ja, und so um irgendwas Heißes anzufassen. So eine Griffzange ist ja auch sehr sperrig irgendwie. Ja, und da ist ein bisschen noch mehr Multi. Genau, man könnte sich sogar auch drauf knien. Genau. Klar sagen wieder manche, so, man geht doch raus und was nasse Knie ist doch egal. Ja, aber ist eklig. Aber wenn es wirklich kalt draußen ist. Klar. Und ihr wirklich im Nassen euch reinkniet und dann so ein nassen, durchdrängtes Knie habt und immer dann so sitzt und vielleicht kein Feuer habt, das kühlt aus und ist ganz, ganz, ganz schlecht für die Gelenke. Wenn man so alt ist, wieder anzufallen. Ja. Der alte Mann, der alte Pirat. Der alte Pirat, dann, dass er ein Holzbein kriegt. Dann ja, schau, da haben wir es ja auch gut. Ja, den Ziggy zu schlagen. Bevor ich die neunschwänzige Peitsche auspacke. Ja, du hattest mir ja mal so ein gewachstes Tuch gegeben. Ja, so ein viergängiges hast du mir mal geschenkt. Genau, das nutze ich dann eben dafür, weil ich habe zwar Leder zu Hause, aber ich habe es tatsächlich noch nicht in meine Tasche. Und ich habe es vorhin gesehen, aber das verrate ich noch nicht. Du hast da noch so ein anderes Fleckchen. In Rund, das habe ich auch immer in meiner Possibility Pouch. Also sowas passt ja überall rein. Und ey, das mitzunehmen macht ja wirklich keinen Spaß. Und das ist wirklich gut. Also deswegen Platz Nummer 7, mein Lederlappen. Nicht zu verwechseln mit Ledernacken. Nee, wie heißen die? Doch, Ledernacken, glaube ich. So, dann kommen wir jetzt zu Platz Nummer 6. Siggi! Platz Nummer 6 ist auch vielleicht für den einen oder anderen bekannt. So ein Topfkreuz. Und zwar für den Esbit Trangia. Okay, passt halt auf die gängigen Spiritus. Brenner drauf. Ja. Ich bin schon vor langer Zeit einfach bei Spiritus stehen geblieben. Ich benutze keine Gaskocher mehr draußen. Hobokocher benutze ich seltenst oder auch nur dann, wenn es halt von der Witterung her geht, wenn es nicht zu trocken ist und so. Und dann extra für jetzt ein bisschen Wasser für einen Kaffee warm zu machen oder so, extra einen kleinen Hobo oder irgendwas mitzunehmen, ist mir dann oft einfach zu viel Platz verschwendet, sag ich mal, und Gewicht. Das Ding passt zusammengeklappt in meine Hosentasche. Das kann ich sogar bei mir im Topset noch mit in den Beutel reinstecken und kann den Trangia direkt draufstellen und habe halt einfach eine ganz entspannte Feuerstelle, wo ich einfach kochen kann. Und das Ding kostet nichts, gibt es sogar in Titan, braucht kein Mensch. In Edelstahl, ist viel zu teuer in Titan, so ein Topf. Hast du, ne? Ja, ich sehe schon. Genau, also wie gesagt, also ganz simples Teil, aber da passen, wenn die Töpfe nicht allzu groß sind, jeder Topf drauf. Also, man muss auch sagen, wenn man zum Beispiel so eine kleine, wie heißen die, diese Mokka-Kannen hat, habe ich zum Beispiel Genau. Wo ich gerne Kaffee mache. Und zum Beispiel bei meinem Hobo, mit dem ich normalerweise, ich habe so einen kleinen, kennt ihr ja vielleicht von dem Video, blende ich euch oben mal ein, von meinem Kochset, da fällt die durch. Also das ist ja dieser ganz kleine, runde, der Evernew. Ja, genau. Das ist wie so ein kleiner Schornstein, wo unten der Hobo drin steht. Ja, genau. Und die Kaffee, die Mokka-Kanne ist vom Durchmesser zu klein, die fällt durch. Okay. Und dann nehme ich auch oft das Topfkreuz, Machst es oben drauf und stellst dann drauf. Ja, und selbst wenn, weißt du, wenn du jetzt dann doch den Hobo dabei hast, wenn das Ding noch in der Tasche, in der Pouch, das tut nicht weh, das hast du halt dabei, wenn du benutzt es oder belässt es halt. Ja. Und das kannst du aber halt locker einfach, wie gesagt, mit in den Beutel stecken. Ja. Und wenn du dann einfach nur mal kurz für 3 Stunden rausgehst, schmeißt du deinen Topf in den Rucksack. Genau. Schmeißt es einfach in den Rucksack. Hast kein Hobo dabei, es dauert genau Definitiv. Eine Sekunde, um es aufzubauen, stellst auf den Trangia und fertig. Ja, verstehe ich gut. Ja? Na gut, okay. Mein Platz Nummer 6, das Topfkreuz aus Titan. Ich lache mich schief, wenn das so ist. Nein. Mein Platz Nummer 6, das kennt ihr, das feiere ich einfach unglaublich. Die Pfanne. Die Pfanne, nicht Pfanne. Nee, Pfanne. Hier. Ach, mein...
absolut geliebt. Blasrohr. Das Blasrohr, ja. Da gibt es so manch einen YouTuber, der schon darüber gelacht hat. Nein, nein. Und aber sich dann trotzdem gekauft hat. Grüße gehen raus an den Merlin. Ach, der Merlin. Auch. Echt? Ja, da hat er auch mal in einem Video gesagt, ah, das fand ich am Anfang immer voll blöd, ach so, dieses stimmt. Rohr. Ja, und dann ja, aber okay, habe ich okay. Am Atze gesehen und dann habe ich es mir halt doch irgendwie. Aber ja. Wen meinst du? Der Basti. Ah ja, der Buschklempe. Der Buschklempi. Ja, ja. Genau. Also dieses Feuerblasrohr, ich glaube, da muss ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Ja, nee. Es ist einfach unglaublich praktisch, wenn man auch so ein kleines Hobofeuer macht, ja. In einem Hobo drin. Also man kann da wirklich so gezielt die Luft reinbringen. Und kann da wirklich die Feuer aufheizen. Wir sind schon oft auch bei ganz schlechter Witterung, weißt du, noch im Schwarzwald, natürlich. Schneematsch, wo wir ohne dem Dings, also wir mussten ständig reinpusten, ja. Aber ohne dem Dings hätten wir gar kein Feuer machen können. Nee, ist so. Aber kann es sein, dass da die Qualität so ein bisschen schwankt bei den Dingen? Also ich habe irgendwie mal das Gefühl gehabt, beim, ich glaube vom Howie oder so, dass es Luft neben Luft irgendwie gezogen hat oder so. Oder muss man es wirklich ganz also das, also straff rausziehen? Also das kann gut sein. Also ich habe das damals beim Luke Auto Gear Review, weiß nicht, kennst du den Kanal? Der Luke, der mit seinen Lone Wolf Abenteuern immer. Nee. Ganz ein toller amerikanischer Kanal. Und bei dem habe ich das vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen. Und als ich dann in der USA war... Ah, da hast du es dir mitgenommen. Da habe ich mir das, ja, genau, da habe ich das mitgenommen. Da hast du schon lange, das, ne? Weil man das hier noch nicht bekommen hat. Aber jetzt kriegt man eigentlich auch verschiedene Ausführungen, halt auch von aus Asien. Da ja. Kann das schon gut sein. Also bei dem hier... Also wer es ganz billig macht, ne, da geht einfach beim nächsten BMW vorbei und reißt die Antenne ab. Ich meine, die Autos haben ja keine Antennen mehr. Nein, aber da gibt es ein Video von mir. Wie ich so ein Blasrohr, das habe ich mir nämlich aus einer Antenne, habe ich mein erstes Blasrohr gebastelt. Ach, guck an, echt? Ja, ja. Gibt es ein Video auf deinem Kanal? Ja. Und das ist mir aber dann irgendwann, weil diese Antennen sind nicht dafür gemacht. Nee, die sind ja auch, die sind nicht konisch, die sind ja, also nicht so stark konisch wie das. Ja, also es hat ein bisschen funktioniert, aber dann sind einfach die Elemente sind irgendwann auseinandergefallen. Aber das habe ich gemacht, also da waren noch viele Tipps in den Kommentaren irgendwie von so Selfie-Sticks zum Beispiel, die auch ein bisschen die dickeren Rohre haben. Okay, ja. Also gerade in so einem Euroladen, wenn ihr mal seid und sowas seht, denkt dran, oder diese Gabeln, weißt du, diese... Ja, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das müssen wir mal wieder ein bisschen ölen, hä? Boah. Tja. Genau. Und das hat auch noch ein Abonnent geschrieben, wenn man schon sowas Rundes dabei hat, kann aber auch ein Feuerzeug oder ähnliches sein, einfach ein bisschen Panzertape noch drumherum wickeln. Panzertape. Was? Ja, wirst du schon gleich sehen. So. Ach. Und das ist natürlich ein super Item, Gadget. Ja, ja. Genau, kann man immer dabei haben. Also bei mir Platz Nummer 6 ist dieses wunderbare Blasrohr. So, kommen wir. Blasen. Platz 5, Panzertape. Ich gucke auch gleich. Ah ja, okay. Nee, bei mir geht es wieder sehr, sehr praktisch weiter. Oh, Feuerstahl, Kopflampe. Mimi. Nee, also Kopflampe ist... Also, ja, Kopflampe. Mhm. Und, wie soll ich sagen, diese Kopflampe. Ich finde, also wenn es einen Hersteller geschafft hat, eine Kopflampe herzustellen, die mich persönlich glücklich macht, dann ist es die, wie heißt die, TN12, TN10, TH20 von ThruNight. Ja. Keine Ahnung warum, aber sie trägt sich sehr bequem. Sie ist durch ihre Gummihalterung total flexibel einzustellen. Ich kann also dieses Licht senkrecht nach oben, senkrecht nach unten, nach vorne in alle Richtungen. Ich kann es über einen Knopf dimmen. Genau, stufenlos. Stufenlos dimmen. Was sehr es geil gibt ist. Mir dann immer den Blinken, wann dann gezeigt wird, also wenn die höchste oder die niedrigste Stufe erreicht ist, wenn ich dann also beim Dimmen am Ende bin. Und es passt halt eine Doppel-A-Batterie rein. Super praktisch. Ganz oft sehe ich es in meinen Taschenlampen-Reviews, dass Leute schreiben, ja, Taschenlampe geil, aber ich mag halt keine Akkus, weil halt nicht universell ersetzbar. Ja. Das stimmt, das muss man einfach sagen. Und das Gewicht, die Leistungsstärke, die Universalität, also die Bequemlichkeit, diese Lampe ist für mich die perfekte super. Kopflampe. Ja, ja. Es ist kein Plastikgehäuse, es ist so ein Flugzeugaluminium. Mhm. Es gibt ja viele Hersteller, die dann noch Rotlicht und Blinklicht und was weiß ich. Es sind aber oft Plastikgehäuse. Petzl zum Beispiel oder so. Ich habe auch eine Black Diamond zum Beispiel. Ja. Ich habe auch so eine ganz billige aus China, die liebe ich auch, habe ich im Auto zum Beispiel. Aber trotzdem ist diese Kopflampe einfach, da gibt es nichts Besseres, vor allem für diesen Preis. Ja, definitiv. Also ich habe die auch und ich bin total glücklich damit. Ich bin auch ein Fan von diesen Doppel-A-Batterien. Genau. Die hat man als YouTuber eh auch immer so mal mit dabei, weil irgendwelche Mikros und so, genau. man braucht die halt einfach.
Und wenn man dann auch, sagen wir mal, noch mal eine normale Handlampe dabei hat und die auch Doppel-A hat, dann kann man da wechseln. In der Hosentasche, und, genau. Also absolut. Ja, und dann, du hast auch kein was ich noch dazu sagen will, kein kompliziertes Menü. Du hast ja nicht 1000 Funktionen, du hast zwar keine Tastensperre, aber du schraubst einfach die Kappe hinten ein bisschen runter, dann lässt es sich aus nicht versehentlich einschalten. Also auch eine gute Idee, ich drehe halt die Batterie um. Nö, ich drehe die einfach ein bisschen auf. Okay. Und dann kann sie sich nicht einschalten. Ja. Und, aber ich habe halt auch einen Klick an, einen Klick aus. Ja. Muss nicht irgendwie ein kompliziertes Menü durchschalten, also die Lampe. Okay, cool. Ja, geil. Kann ich verstehen. So, mein Platz Nummer 5. Ein Beil. Nein. Nein? Ein Topf. Ein Kessel. Und zwar, da gehen auch nochmal Grüße raus an Buschklempi, an Basti. Und zwar habe ich den Kessel bei ihm in Tirol gesehen. Und ich mag einfach Wasserkessel. Das ist für mich, das gehört für mich so für so ein Outdoor-Lager, wenn man irgendwo im Wald sitzt. Nebel, bisschen düster, weiß, es tröpfelt leicht aufs Tarp. Und dann denkt man sich so, oh, ich mache mir jetzt irgendwie einen heißen Tee oder was. Und mach darin heißes Wasser. Das ist für mich irgendwie, ist der Bauch, der aus dir spricht. Das ist wirklich der Bauch. Und das ist wirklich wieder so ein Bauch, ein Herzens-Gadget, ja. Weil man natürlich auch in jedem Becher, also man kann auch in dem henkellosen Becher vom Sigi, kann man sich einen Tee machen. Klar. Das ist wirklich ein Luxus. Was heißt ein Luxus? Ein Gewichtsluxus. Nee, du hast es wahrscheinlich sicher dabei, obwohl du eigentlich einen anderen Topf auch dabei hast, meistens, oder? Ja, bei normalen Wanderungen nehme ich das nicht mit. Das ist schon so ein richtiger Lagergegenstand, sage ich mal. Aber ich finde halt auch, das ist halt ein bisschen, ich bin ja auch so ein kleiner Koch und so, und ich mag so Kochgerätschaften und ich finde den einfach so schön auch. Ja, der ist stylisch, natürlich. Es gibt Kessel, die sind so unglaublich hässlich. Ja, ja. Und so einen würde ich zum Beispiel nie mitnehmen. Und ich finde die Patina, die er da auch gekriegt hat, ist geil. Das ist auch cool und den haben wir jetzt richtig lange schon dabei. Ja. Ich erinnere mich da immer an eine Szene, wo wir im Winterwald waren, wo du da weißt, dass du so tief eingesunken bist im Schnee, wo ich da dieses Halbtippi dabei hatte. Ja, ja, ja. Da bin ich am Morgen auch da gesessen, da hast du noch ein bisschen geschlafen, da habe ich schon heißes Wasser für uns gemacht. Und das ist für mich so ein Gegenstand, der auf jeden Fall bei mir in die Liste mit rein musste. Da müsste GSI noch so ein Dings, ja. Wäre noch irgendwie lustig. Irgendwie. Ja, also ich habe den auch schon repariert. Mir ist da hinten so ein Dings weggeflogen. Hast du noch nie dran gemacht? Nur so hin, so, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, hinten gepresst. Gelötet, genau. Und hinten habe ich dann gelötet. Ah, geil. Falls ihr auch mal sowas macht, achtet halt drauf, dass ihr Edelstahl-Nieten nehmt. Die meisten sind aus Aluminium. Ah, ja. Und ja, eigentlich hat man, wenn man Edelstahlgeschirr hat, dann hat man das ja auch aus dem Grund, weil man halt kein Aluminiumgeschirr haben möchte. Und, ja, das ist was, und ich glaube, hier oben habe ich auch gleich noch eine reingenietet. Ja. Das ist halt sowas, das kennt man halt von der Uroma oder von der Oma halt, so ein Teekessel. Und es hat irgendwie so ein gewisses Flair, das stimmt schon. Man kann halt, wenn ich unterwegs bin auf Tour und ich ihn mitnehme, habe ich meistens meine Tasse da mit drin, noch ein Tuch zum Beispiel. Also man kann auch viele Sachen reintun. Wenn du es jetzt ganz auf die Spitze treiben willst, kannst du dann drin auch kochen. Ja, man könnte dir daraus auch eine Suppe essen. Natürlich, du könntest dir ein paar Bohnen drin warm machen, eine Suppe oder so, kannst du dir locker darin warm machen. So. Klar, das geht immer, aber das Schöne an so einem Kessel ist halt einfach, wenn euer Topf dann mit den Bohnen köchelt, dann könnt ihr ein bisschen Wasser heiß machen. Deswegen stimmt, Platz Nummer 5, mein GSI, Wasserkessel und Glühweinkessel. Ja. Metkessel. Ja, klar, da kann ich einen Haui grüßen, der hat ja auch schon ganz lange immer seinen Kessel dabei. Es ist der Glühweinkessel bei uns gewesen, stimmt, ja. So, Junge, Platz Nummer 4, wie sieht's aus? Es wird langsam, kommen wir in die Top 3. Okay. Ein Gürtelclip fürs Messer. Nee. Ja, gut, es ist tatsächlich zwei in einem, aber es ist tatsächlich einfach das Victorinox, das Schweizer Messer. Ich meine, jeder, der irgendwie als Kind schon mit einem Messer zu tun hatte, hat ein Schweizer Messer gehabt, oder? Also ich meine, Entschuldigung. Ja. Ich habe immer ein Taschenmesser dabei, wenn ich draußen bin, in der Hose zu meinem Gürtelmesser. Es ist nicht immer das Schweizer Messer, aber eigentlich gehört es eigentlich wirklich immer dabei, weil es ist eine kleine Säge dran, du hast je nachdem, was für ein Modell du halt hast, eine Schere dran vielleicht, du hast eine Nagelfeile dran und so. Also so viele Dinge, die man
draußen einfach auch benutzen kann. Vielleicht eine Pinzette auch. Eine Pinzette, Zecken, ja. Zahnstocher, eine Nadel, je nachdem, wie gesagt, was für ein Modell man hat. Also ich habe das wirklich ganz hoch gepimpt. Ja. Ich habe die Nadel, ich habe den kleinen Schraubenzieher, ich habe die Pinzette, ich habe den Zahnstocher, ich habe den Kugelschreiber. Also, ne? Hoppala, vielleicht sollte man an der Stelle mal den Felix grüßen. Genau, und wenn ihr den Felix kennt, ja. Seht ihr ja, was der mit dem Messer also anstellt. Sucht mal nach Felix Immel auf YouTube. Genau. Der hat eine ganz ewig lange Reihe über was er mit dem Messer machen Tipps kann. Und Tricks mit Taschenmesser. Super. Und ja, einfach um nur mal kurz einen Stock anzuspitzen oder sich irgendwie eine Astgabe zu machen. Da brauche ich nicht mein großes Messer, da habe ich einfach das Victorinox dabei. Ja, es sind auch ein bisschen so die kleineren Werkzeuge auch. Genau. Vielleicht auch mal ein Schraubenzieher, wenn am Rucksack ist wenig geschraubt, aber wenn man vielleicht auch mal im Alltag unterwegs ist, genau. Und irgendwie vielleicht am Fahrrad mal irgendwo eine Schraube aufgeht oder sowas. Oder der Gürtel zum Beispiel. Hat sich einen neuen Gürtel gekauft und merkt, oh, ist doch irgendwie zu weit, braucht noch ein Loch. Dann nehmen wir halt die Aale, hobelt dir halt ein neues Loch rein. Ja. Und viele, also bei mir war es am Anfang so, ich habe oft Schweizer Messer nicht mitgenommen, weil, wenn man sie in die Hosentasche steckt, rutschen die ganz nach unten und sind dann so unten in der Hosentasche drin und nerven. Und deswegen habe ich halt diesen Clip, ja, da gibt es auch ein Video dazu auf meinem Kanal, mit dem Clip kannst du das eben hier oben reinhängen und dann bleibt es halt hier oben an der Hosenhänge, wie ein normales Taschenmesser auch. Und dann ist es nicht so nervig unten in der Hose drin, es drückt nicht so am Oberschenkel. Finde ich eine coole Sache. Ja. Und meistens, wenn man die in die Hosentasche steckt, dann werden die auch so quer. Genau, die drehen sich dann so quer. Und so bleibt es hier oben, cool. Hier oben senkrecht in der Hose. Das ist ein schöner Platz 4. Also die Kombination der Clip und das Messer. Ja. Ich hatte auch lange überlegt, ob ich das Messer mit reinnehmen soll. Aber irgendwie hat es nicht bei mir. Nee, ein Messer muss bei mir meine Top 10 dabei sein. Also wenn ich die wirklich aufgebaut hätte nach praktischen Dingen, die man dabei haben sollte, dann wäre ein Messer dabei gewesen. Dann wäre das dabei. Nee, das ist für mich, ist ein Taschenmesser ganz wichtig. Mhm. Und tatsächlich zu 80% ist es wirklich das Victorinox. Okay. In verschiedenen Größen, verschiedenen Formen. Ich hab jetzt zig Victorinox, aber das ist so mein Lieblings, weil da Schere, Säge, alles dran ist. Cool. Mein Platz Nummer 4. Wir bleiben beim Kochen, das mache ich einfach so gerne draußen. Manchmal könnte man meinen, wir gehen nur deswegen raus. Ne? Ja, auch ein absolutes Herzensgadget. Ja, fehlt noch in meiner Sammlung leider. Also meine Eisenpfanne, diese Stabilotherm ist es, glaube ich, diese Klapppfanne, habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Aber nicht die Jägerpfanne, oder? Ist das die Schweden-Jägerpfanne? Ja, genau, das ist die. Okay. Wo ich mich ein bisschen in dem Video aufgeregt habe. Genau, weil das wollte ich gerade sagen, du hast doch eigentlich so geflucht. Ne? Aber ich habe am Ende von dem Video noch gesagt, dass es trotzdem meine Lieblingspfanne ist. Ah. Weil ich die einfach... Ja, die ist schon geil. Von der Breite... Wie schwer ist die nochmal? Also es geht eigentlich für eine Eisenpfanne. Ja. Und ich finde, sie hat einfach von der Breite und von der Höhe genau die richtige Größe im Prinzip für eine sättigende Portion. Klar, du kannst da nicht eine ganze Truppe bekochen damit, aber dafür ist ja auch nicht gedacht. Nee. Und da kommt halt auch wieder dann dieser Lederlappen natürlich zum Einsatz. Man könnte natürlich hinten auch einen Stock einfach reinmachen, aber das mache ich meistens nicht, sondern ich nehme hier einfach. Geht doch so, natürlich. Super, dann kann ich auch so direkt draus essen. Und jeder, der gerne kocht und schon mal mit Eisen gekocht hat, sei es ein Dutch Oven, eine Eisenpfanne, eine gusseiserne Pfanne, weiß, wie toll das einfach ist und wie viel Spaß das macht. Ja gut, ich meine, du hast noch ein bisschen gepimpt, ne? Du hast noch ein bisschen die Kanten geschliffen und so. Genau. Also das muss man sich im Klaren sein. Ja, ne? Das habe ich damals in dem Video auch gesagt, dass die zu einem relativ hohen Preis verkauft wird, so made in Sweden. Ja. Und sie kam an wie ein Billigprodukt aus China. Also das ist eine Outdoor-Backpacker-Pfanne eigentlich. Ja. Und gerade diese Kanten da hinten, die waren so spitz, wenn man da nicht aufpasst, dann hat man ein Loch im Rucksack. Also, das habe ich alles ein bisschen abgerundet. Aber das war keine Sache, das hat 10 Minuten gedauert und dann war das okay. Eben. Man muss sich nur dessen bewusst sein für das Geld. Und wenn man das dann gemacht hat und sie dann eingebrannt ist und dann man überlegt davor, okay, das Ding kostet 30 Euro, sowas, denkt man schon, 30 Euro sind eine blöde Pfanne, aber das Ding wird euch nie wieder verlassen. Das habt ihr euer Leben lang. Ja, also ich bin voll begeistert und das musste einfach in meine Top 10 mit rein. Ist schon klar. War ein bisschen weiter unten, aber ich habe es nach oben genommen, klar. Eine Herzensentscheidung. Ist noch so auf meiner Kaufliste irgendwie. Irgendwann muss ich so ein Ding auch haben. Ja. Ist so. Ja. So, kommen wir jetzt zu den Highlights, zu unseren Top 3. Willst du nicht einfach gehen oder so? Weil ich meine, was willst du jetzt noch toppen bei mir dann? ist das dein Video, aber geh doch einfach heim. Also mach einfach hier feindliche Übernahme des Kanals. Ja, also genau. Leute, war nett mit euch. Naja, jetzt mal abwarten. Platz Nummer 3 beim Siggi. Ein Sack. Ein Sack. Nee, könnt ihr es sehen? Es ist man kann es nicht sehen. Ein Räucher.
Nee, es ist einfach so ein Nylonsäckchen. Den Tipp hatte ich tatsächlich vom Outdoor-Buddy. Der hat es mal irgendwann gepostet, Instagram oder in einem Video erzählt. Ja, da tut er mal seine, seine Unterwäsche rein. Genau, da tut man seine dreckigen Unterhosen rein. Die Stützstrümpfe. Die Stützstrümpfe, genau. Nee, das sind so Säckchen, die gibt es, ich sage jetzt einfach mal, beim Rewe. Die sind dafür gedacht, um sein Gemüse zu, nach Hause zu tragen, weil ja die ganzen kleinen Plastiktütchen ja immer mehr am Aussterben sind. Also ich kenne das eher als Moskitoschutz. Als Moskitoschutz, ja. Okay. Und genau, die kosten irgendwie 1 Euro, schieß mich ist, tot. Ist das jetzt so ein Ding vom, ja, vom Rewe? Ja, das liegt in der Gemüseabteilung. Das sind zwei Tütchen, die sind so zusammengefalten, die liegen da so irgendwo so in so einem Regal zwischendrin. Ach, das ist natürlich schon echt auch Und das cool. ist halt nice, weil es ist halt ein durchsichtiges Säckchen, es ist relativ stabil, also das ist schon robust, ne? Es kostet keine 2 Euro oder so. Und das ist halt gut zum Organisieren für Kleinigkeiten. Also ihr könnt natürlich hier auch dann eure Lebensmittel reinmachen. Ich nutze es in letzter Zeit eigentlich für Ersatzkleidung, Socken, T-Shirts, lange Unterwäsche. Die packe ich da rein, dann habe ich das in so Päckchen sortiert. Da weiß ich, hier ist mein frisches T-Shirt, da habe ich dann das und das und das. Und das kann ich dann am Rucksack in die Leerräume sozusagen reinstecken und habe das sortiert und die Wäsche fliegt nicht so lose rum. Oder du tust es auch dann wirklich, wenn du sagst, okay, es kann nass werden, die einzelnen Säckchen dann in einen wasserdichten Packsack. Zum Beispiel. Und hast trotzdem noch organisiert. Genau. Und das klingt jetzt irgendwie blöd, aber die letzten Jahre, wenn ich draußen war, einfach immer in den Klamotten oder in der Wäsche geschlafen, die ich anhabe. Ich habe mir angewöhnt, mir jetzt eine Schlafunterhose mit nach draußen zu nehmen. Tagsüber trage ich halt enge Boxers, aber zum Schlafen habe ich Boxershorts, weite, bequeme an. Und ich habe gemerkt, dass mich das beim Schlafen einfach im Wald tatsächlich die letzten Jahre immer genervt hat. Ich mag es nicht. Du schläfst doch immer nackt. Ja, das kann ich ja hier so nicht, aber nein. Ich mag es tatsächlich beim Schlafen nicht, diese engen Hosen anzuhaben. Ja. Und habe jetzt mir angewöhnt, wenn Platz im Rucksack ist und jetzt nicht so viel Ausrüstung drin ist, eben noch mehr Zusatzkleidung mitzunehmen. Habe ich oft darauf verzichtet. Okay. Und dafür nutze ich es gerade sehr gerne, einfach die Sachen, die ich halt eben extra dabei habe, kann ich nachvollziehen, da reinzumachen, die zu sortieren. Wenn ich dann mein Lager aufgebaut habe, kann ich das in Krüppchen wieder in meinen Rucksack reinlegen oder irgendwo hinlegen. Und habe halt alles griffbereit. Und wie gesagt, das Ding kostet halt nichts. Ja. Die Dinger kann man auch teuer von irgendwelchen Herstellern kaufen. Das ist aber echt eine super Idee. Die kann man sich sicherlich auch ein bisschen kürzen und ein bisschen zusammennähen. Ja. Da kannst du machen, was du willst. Damit. Das ist halt so ein bisschen ganz leicht Stretch-Nylon irgendwie. Nee, das ist echt ein guter Tipp. Und es ist durchsichtig. Ja. Das finde ich geil. Du siehst, was drin ist. Ja. Ich habe ganz gerne auch mal im Sommer, wenn es irgendwie eine Tour ist, wo man ein bisschen weiterläuft, einfach ein frisches T-Shirt dabei. Genau. Kann man sich dann anziehen und dann hat man nicht die nassen Wenn ich jetzt nur eins dabei habe, kann ich es jetzt auch so reinstecken, mache ich eine Ranger Roll oder so. Aber wenn ich halt Socken, T-Shirt, Unterwäsche oder so oder lange Unterwäsche oder so mehrere Sachen habe, dann bleiben die kompakt zusammen. Ein Säckchen auf Platz 3. Okay, ja, Platz 3 bei mir. Richtig klassisch. Und zwar, zwar mein Hobo. Und zwar aber nicht irgendeinen, das ist mir auch wirklich wichtig. Alter! Ja, also das Teil ist schon richtig mitgenommen. Ich habe diese Bushbox XL. Das ist die Titan-Version, ne? Das ist die Titan-Version, die schon komplett auch durch einen häufigen Gebrauch auch schon ziemlich verbogen ist. Also die kann man wieder sehr einfach auch gerade biegen. Wow, die ist echt gut mitgenommen. Der hat es gezeigt. Hey. Ja, also da brauche ich irgendwann mal eine neue. Also die ist total verbogen. Also wie gesagt, man kann sie gerade biegen. Aber ich finde einfach, diesen Hobo, der so wahnsinnig schnell aufgebaut ist und wieder abgebaut ist, er hat für mich genau die absolut perfekte Größe, um eben auch ein Feuer darin zu machen. Ja. Und man sagt immer so, oh, das kann ja nicht wärmen, das ist ja so winzig. Also auch bei uns beiden gab es schon diverse Touren, wo wir mit dem Dings in der Mitte gesessen sind, wo man auch Feuer drin machen kann. Klar gibt es wieder Leute, die sagen, ja klar ist es also verbogen, weil man wieder zu viel Feuer drin gemacht hat. Arschlecken, ja das Teil, das ist dafür gemacht. Es ist ein Nutzengegenstand. Und man kann es wieder gerade biegen. Man nimmt eine Zange, biegt es gerade, dann passt es auch alles wieder. Aber die ist bei mir schon richtig viel in Benutzung gewesen und ich habe eben in Kombination gerne so eine Lötmatte. Die kann ich dann auf den Boden legen, auch wenn der Boden feucht ist. Also wenn die Witterung es zulässt, selbst sehr gut ein Feuer zu machen, habe ich die meistens unten drunter, einfach damit der Boden geschützt wird, weniger wegen der Brandgefahr. Ja, man hinterlässt halt keine Spuren einfach auch auf dem Boden. Genau, und das ist für mich eine ganz
ganz, die ist schon echt, die ist durch, gell? Wow, ist die. Also die meine sei ja schon, also ich hab die Edelstahl-Variante, die ist auch schon verbogen, aber mein Gott, bist du da drüber gefahren? Nein, aber die habe ich halt echt richtig oft gut angeheizt, also wie gesagt, die muss ich mal, boah, Staub. Genau, also ich würde sagen, wir nutzen unsere Ausrüstung auch und Ausrüstung ist schlussendlich, ist alles auch ein Werkzeug, ja, ich meine, ja. Ich passe auf die Sachen auf, reinige alles etc., wenn ich heimkomme, aber manche Sachen, die sind halt einfach mitgenommen. Ja, ich denke, wir haben die halt auch wirklich oft zweckentfremdet, wirklich als Feuerkorb und sowas, ja. Ja, aber das kann, selber. Das kannst du schon abhaben, man muss ja halt nur mal wieder ein bisschen gerade biegen. Ja. Ja, und sie geht ja immer noch. Sie ist krumm, aber sie geht ja immer noch. Ja, natürlich. Also die wird auch. Ja, ja. Also das ist a made in Germany, wenn ich mich recht erinnere. Und auch diese ganzen Verbindungen, die funktionieren halt einfach. Ja. Deswegen, das musste bei mir einfach auf Platz 3, die Bushbox X, in der XL vor allem. Also das ist meine Größe. Die habe ich ganz oft dabei, wenn ich auch Kanu fahren gehe oder sowas. Man kann da einfach ein paar Stöcke rein, hat ein kleines Feuerchen. Ja. Super. Ich habe ja auch mehrere von den Bushcraft Hobos. Bushcraft Essential Hobos, die Größe ist schon die coolste. Ich habe leider nur immer die Edelstahl-Varianten. Wenn ich die Titan-Variante hätte, würde ich die vielleicht auch wieder ein bisschen mehr mitnehmen. Ja, Edelstahl in der Größe ist schwer. Ja. Das ist wirklich deswegen ein Brummer. Habe ich dann die LF. Weil die wiegt ja auch schon. Ja, die ist auch schon, genau. Aber die, im Vergleich zum Stahl halt natürlich ein riesengroßer Unterschied. Die wiegt ungefähr so viel wie die LF in Edelstahl, sage ich mal. Und die ist halt einiges kleiner. Ja. Ja, genau, deswegen hier bin ich definitiv in meine Top 3. So, Platz Nummer 2. Ich muss wieder nachgucken. Ich weiß nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, okay. Ich greife mal dezent nach links. Wie? Dein Handy? Achso, ja gut, aber... Also du hast schon rausgetrunken. Ja, nee, ja, dann will ich da jetzt auch nichts mehr davon. Nicht, dass man ein schlechtes Vorbild hier... Guck mal, könnt ihr es schon sehen? Hier, mein Platz Nummer 2. Eine Pflasterrolle. Okay. Weil du vorhin Panzerband gesagt hast. Dieses Pflaster begleitet mich auf meinem beruflichen Arbeitsweg schon sehr viele Jahre. Und das habe ich schon immer irgendwie in Benutzung. Und zwar das Leukoplast. Also es ist ein Pflaster, ein Klebepflaster. Aus so, was ist das, gewebter Baumwolle oder gewebtem Stoff irgendwie. So Leine oder so. Leine irgendwas, ne? Klebt wie Hulle und ist aber halt stabil. Und kostet halt, keine Ahnung, im Vergleich zu einer Rolle Panzerband, nur ein Bruchteil davon. Mhm. Ja. Aber die ähnliche Nutzbarkeit. Du kannst es auch aufrollen und wieder abrollen, also es klebt dann trotzdem noch. Mhm. Du kannst zum Beispiel, wenn du ein Zelt hast, wo du, keine Ahnung, ein Kuppelzelt, wo die Verbindung gebrochen ist von den flexiblen Stangen, klebst du einfach mit dem Band. Hast dich beim Schnitzen geschnitten, bisschen irgendwie ein Stück Stoff drauf, Pflaster rummachen, brauchst du nicht extra irgendwie ein Wundpflaster mitnehmen. Okay, ja. Hast du ein Loch im Tarn, ja, dann klebst halt einfach mit dem Ding zu, das klebt auch. Ja. Und bist du mit jemandem unterwegs, der zu viel redet, zack einmal drüber geklebt. Du kannst es auch, keine Ahnung, wenn du es jetzt lange machst zum Beispiel und dann rollst, das Ding ist so stabil, das kannst du auch als Schnurersatz nutzen, wenn du mal irgendwo am Tab, ne, also ja, du, ich kann mir auch so gut vorstellen, auch im Rucksack, wenn da mal ein Riemen reißt, genau. Ich glaube, wenn man das also mehrfach das Ding nimmt, dann kannst genau. du da wirklich auch so einen Riemen ersetzen. Das Ding ist bombenstabil, also das kannst du nicht, also ja, irgendwann reißt ja, es dann klar. schon. Da kannst du auch doppelt dem ein bisschen reinzwirbeln. Wie du aber wie gesagt, wenn du das dann so rollst, also wenn du das länger machst und du rollst es dann, ist es sehr, sehr stabil. Und dann kannst du da ziehen, wie du willst, dann passiert ja gar nichts. Ne? Und dann kannst du damit wirklich viele Sachen machen. Und es ist halt auch klein. Mein Panzerband gibt es auch als kleine Rollen. Aber wie gesagt, es kostet wesentlich mehr. Und ja, das schmeiße ich halt. Das wird auch dient seinem Zweck. Super. Genau. Also, klar, es ist halt weiß. Es sieht dann immer gleich so ein bisschen speckig aus. Aber das habe ich in so einer Pouch drin. Und ey, draußen ist eh alles speckig. Aber Platz Nummer 2. Das, ja, habe ich immer dabei. Okay. Und habe ich schon so oft benutzt. Okay. Eben auch für kleine Schnitte, gerade oder wenn du auch mal tiefer geschnitten hast, du kannst den Schnitt auch wirklich zuziehen damit. Und es ist halt viel, viel angenehmer auf der Haut, das kannst du auch mit Panzerband machen. Okay. Aber ups, okay. Damit bist du, also für mich, cool. Ja, ist das auf, doch, tatsächlich das, auf Platz 2. Das passt schon, okay, alles klar, gut. Ja, mein Platz. Ich sehe schon, er wirkt mich ab, er will schnell seinen Platz 2 zeigen. Ach so, zeigen. Nein, ich meine, du kannst natürlich noch mal ein bisschen weiter philosophieren über das tolle Leukoplastband. Aber ich merke schon, so, er will jetzt. Ja, kann man damit Feuer machen?
Es brennt, glaube ich, auch. Brennt, ja. Okay. Mit dem Feuerzeug kriegst du es, glaube ich, kriegst du es angezündet. Okay. Kann man es essen vielleicht als Notnahrung? Kannst du es dir? Naja, okay. ich habe einen absoluten Klassiker natürlich auf Platz Nummer 2. Ein Messer. Aber jetzt nicht nur irgendein Messer, sondern ich muss sagen, das ist so eine Hassliebe. Das ist mein absolutes Lieblingsmesser. Das habe ich hier hinten auch schon mit so einem Lederband ein bisschen repariert. Was ausgerissen ist. Das ist das Condor Buchlor. Das ist auch ein absoluter Klassiker, ja, würde ich mal sagen. Ja, ein recht günstiges Messer, finde ich. Du kriegst nicht mehr Messer für dieses Geld, ja, meiner Meinung nach. Außer du kaufst einen Mora. Ja. Und ich habe hier oben die Klinge ein bisschen abgeschliffen, damit es eben, wie man sieht, auch schon ziemlich mitgenommen aus. Aber mir gefällt einfach diese Form, ja, von dem Messer. Der Griff, alles. Die Scheide. Das die ist Scheide alleine Wunder. Ist, kriegst du ja, wenn du dir ein Messer kaufst, zahlst du ja für eine Lederscheide schon, ja, mehr, wie du für das komplette Messer zahlst. Das, Messer. Das ist ein schöner Carbonstahl. Ich kenne mich damit nicht so aus, richtig, oder? Ja, Carbonstahl, der 10,95. Kann man sehr einfach schleifen auch. Ja. Und ja, es wird bald Richtung Messer noch was geben. Ja, da bin ich auch schon lange gespannt drauf. Ja, ich auch, aber mein Messermacher, der macht, glaube ich, gerade momentan ein bisschen zu viel Urlaub und hängt in seinem Waldlager rum. Grüße. Ja, ich hab das auch. Es war auch, ja, eins meiner ersten feststehenden Messer, die ich mir gekauft habe, weil es einfach so günstig ist. Was kostet das Ding? 45, 50 Euro, 60 Euro? Ja, ich glaube 60 kostet es. Ja, 60, ja, irgendwie sowas. Also, wie gesagt, für dieses Geld machst du nichts, ja, falsch. Ja. Trotzdem habe ich eine Hassliebe zu diesem Messer. Wegen? Wegen der Form oder nee, wegen. Weil ich es einfach, entweder stelle ich mich an, ich weiß es nicht, nicht so scharf bekomme, wie ich es gern hätte. Okay. Also, es reicht ja in der Regel aus, aber ich. Ich habe anderen Kohlenstoffstahl, den ich wesentlich schärfer, ja, bekomme wie diesen. Also bei mir ist es so, die obere Kante, die ist nicht scharf genug für einen Feuerstahl. Ja. Da muss man noch nacharbeiten, ja, das ist genau, ein bisschen schade. Aber das ist auch von der Größe her, finde ich das auch vom Gewicht her, das ist so ein richtig schönes, ja, schönes Outdoor-Messer. So groß. Wo man was schnitzen kann, man kann auch was schneiden, man kann fürs Kochen kann man das Messer verwenden. Ja. Das war einer meiner ersten, genau, feststehenden Messer und das finde ich einfach, ja, Weltklasse. Trotz des Gandhi-Schliffs ist es halt, weil es nur irgendwie, weiß ich nicht, 2,5-3 mm, ja, dick ist und das Gandhi auch flach. Also, ne? Also schön schneidfreudig. Du kannst immer noch schneiden, auch, ja, es, ist, also es hat, ja, nicht so eine arg krasse Hebelwirkung, ja, beim, ja, Schneiden, weil es nicht so dick ist. Ja, ja, und es ist einfach ein schönes, rustikales, ja, passt einfach zu dem Thema Outdoor. Definitiv, also Platz Nummer 2, ja, war auf jeden Fall, das war klar, das muss auf jeden Fall in die Top 5. Ich hatte, weil ich das Victorinox schon drin hatte, habe ich mein anderes Messer deswegen nicht genommen, aber ich hatte auch zur Auswahl mein Brisa Trapper. Das ist ja so ähnlich von der Form, auch so ein skandinavisches vom Look her mit Birkengriff, das habe ich ja mal selber gebaut. So gibt es so diese Bausätze. Und das da wäre. Da gibt auch ein Video bei dir auf dem da Kanal. Da gibt es tatsächlich auch ein Video. Also auf schaut auf jeden Fall beim City mal vorbei. Genau, und es geht so, ja, ähnlich in die Richtung, auch Scandi, ähnlich von der Größe. Und deswegen, klar, wenn man ein Messer auf die Liste mitnimmt, gehört so dieses traditionelle Scandi-Messer, ja, auf jeden Fall, also, mit dazu. Also das ist auch wieder so eine Herzensentscheidung, weil ich habe natürlich auch dieses Joker, auch ein ziemlich, wie heißt es denn, du kennst dich doch. Ja, ich weiß nicht, welches habe ich. Welches hab ich weiß es nicht. Aber Joker Ember, glaube, ja, ich. Das ist auch ein richtig geiles, ja, Messer. Das Condor ist auch von der yeah, Preiskategorie her gleich. Mit einem Olivenholzgriff habe ich mir das geholt, auch mit einer wunderschönen Scheide. Aber irgendwie, da hänge ich dran an dem, yeah, Messer. Das doch, sind also ganz kann ich, viele Erinnerungen kann ich von verstehen, ganz vielen Touren. Und das ist auf jeden Fall mein Platz Nummer 2. Jetzt wird es spannend. Platz Nummer 1, Figi. Ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn nicht dabei. Nee, Quatsch, ich habe ihn die ganze Zeit schon um. Ah, okay. Mein Shemak. Ja, gut, das kann ich. Das, ja, okay, das passt, ja. Dieses Teil. Definitiv. Ich könnte euch noch an das Video erinnern, wo wir die Parodie gemacht haben, wo ich diese Perücke auf hatte. Die hatte ich auf. Ja, genau, du hattest die Perücke, ja, auf, ja, und ich hatte deinen Hut auf. Ja. So war es, genau. Genau, den Hut, den Buschpiratenhut. Buschpiratenhut. Ja. Und da hat er ja auch immer genau das gemacht, was ich damit auch mache. Das ist meine hauptsächliche Nutzform: Schweißwischen. Mhm. Aber dieses Tuch hat so viele mehr Funktionen noch. Ich meine, Dave Canterbury hat auch immer ein Tuch dabei und ich meine, wahrscheinlich habe ich es mir da auch abgeguckt. Aber erstens mal, guck mal, fass mal diesen Stoff an. Das ist, ja, einfach, ja, super, Schemark, gemütlich. Einfach, so viele Möglichkeiten. Rollst dir zusammen, wenn du schläfst, legst es als Kissen zwischen die Beine. Es gibt ja Leute, die brauchen was beim Schlafen zwischen die Beine. Wenn es dir kalt ist, ja, so, ja, weißt du, so, manche, ja, haben noch so ein Kissen zwischendrin oder irgend sowas. Ja, 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 ja. Oder, kennst du nicht, ne? Oder du nimmst es halt einfach nur als
als Halstuch, dafür ist es gedacht. Oder du nimmst es dir als Kopftuch, wenn es sehr, sehr heiß ist. Du tunkst es ins Wasser, kannst es dir um den Kopf binden. Ja. Wenn du dir den Arm gebrochen hast, keine Ahnung, dann machst du dir halt eine Schlaufe. Oder ist ein Franchise-Shop schon online? Nein, aber ich liebe Schemax. Kann ich verstehen. Wenn man meine Videos kennt, ich habe in, keine Ahnung, 95% meiner Videos immer ein Schemax dabei. Vor allem, ich mag dieses hier am liebsten oder dieses Grüne, was ich noch habe. Es ist in so vielen Dingen einfach nutzbar. Ja. Und das Ding ist, ich kann mir noch so oft den Schweiß im Sommer abwischen, wenn das Ding irgendwo ein bisschen liegt. Das wird nicht triefig und irgendwie. Ja, weil es halt auch so dünn ist. Ja. Also das trocknet ist ja auch eigentlich relativ dünn. Genau. Ja, man kann durchgucken. Ne? Also wenn man so guckt, kann man durchgucken. Und ja, also... Man kann es aber zum Abtrocknen nehmen, wenn man mal irgendwo mal... Oder wenn man was einen heißen Topf anfassen will, ne? Weil es halt eben Baumwolle ist. Oder und das ist halt auch so ein richtiger... Wir hatten es ja... wo hatten wir es? Das ist jetzt so... Hobo, das ist einfach ein Nutzgegenstand. Ja, und das ist so mein... Das ist mein Herzding. Okay. Das ist so... Schemmack war für mich schon immer... Als ich das jetzt für mich kennengelernt habe, ist Schemmack... Keine Ahnung. Gehört aber ich finde auch, die Dinger sind preislich auch kostet richtig, ja gar nichts. Günstig. Im Winter, du machst dir einen Schal ins Gesicht. Keine Ahnung. Ja, so viele Möglichkeiten. Ja. Du legst es dir, wenn du das Ganze komplett aufmachst, legst es dir über die Schulter. Du kannst es als Gürtel benutzen. Was ich auch schon gemacht habe, ist, wenn du Holz sammelst, dann legst du es auf den Boden, legst deine Holzstäbe drauf, bindest zusammen, hast ein Bündel. Mhm. So viele Möglichkeiten für dieses definitiv, Tuch. Definitiv. Ja, also meine Nummer 1. Kann ich verstehen. Definitiv. Ihr seht schon, mein Herzensding. Oh, jetzt muss ich jetzt trinkst du nochmal einen Schluck? Schluck trinken. Ja, ich muss ja Wasser trinken, aber gut, macht ja nichts. Kann man auch machen. Ich hab nur das eine dabei. Alles gut. Und da hast du mir schon die Hälfte weggetrunken. So, mein Platz Nummer 1. Jetzt bin ich gespannt. Mein Platz Nummer 1, das bin ich selber. Wie soll es denn anders sein, Leute? Echt? Ah ja. Okay. Also mein... Hast du extra noch geputzt, oder? Nee. Die ist immer geputzt. Nach jeder Tour wird sie schön eingeölt hier. Ist schon. Das liegt unter dem Kopfkissen wahrscheinlich. Boah, es riecht schon nach Waldboden. Echt? Ja, riecht doch mal dran. Und nach Olivenöl. Oh ja. Geil. Gar nicht so schlecht. Also mein Platz Nummer 1 ist definitiv meine Axt. Und zwar nicht irgendeine. Ja, ich weiß, jede Axt spaltet Holz, aber da ist auch sehr viel... Ich habe kurz gedacht. Das ist einfach eine totale Herzensentscheidung, und zwar die Grenzforce, genau. Ich glaube, da gibt es mehrere Begriffe. Ich glaube, Forstaxt oder so, kleine Forstaxt heißt das Dings. Finde ich von der Größe her, vom Kopfgewicht, absolut super genial. Ich habe auch so ein ganz kleines Trekkingbeil. Finde ich saugefährlich, damit zu arbeiten. Ich habe mal versucht, damit ein bisschen Holz zu machen. Da hätte ich mich beinahe verletzt, weil die kleinen Dinger, da musst du mit so viel Power draufhauen, und die haben auch überhaupt keine Führung. Freundchen, ich bin noch nicht fertig mit Befummeln. Du kriegst es gleich. Du kriegst es gleich. Ich messe gerade, weil es ist gar nicht so viel schwerer wie die etwas kleinere Variante. Es lohnt sich, die größere zu nehmen. Ne? Also du hast einfach durch den Hebel hast du natürlich und das Gewicht ist wirklich gut. Ich habe auch eine Wetterlings in der Größe, ich habe auch eine Halterforce in der Größe, weil immer die Leute sagen, das ist zu viel Geld, da gibt es keinen Unterschied. Meiner Meinung nach, also ich kann diese Meinung nicht teilen. Die Wetterlings, auch eine teure Axt, die nicht wirklich weniger kostet in der Größe, hat so einen balligen Anschliff vorne und ist so breit vorne, dass es für mich eher ein bisschen gefährlich ist, selbst beim Holzspalten, weil du nicht ins Holz eindringst. Also mir ist es schon oft passiert, dass die dann wieder weggesprungen ist. Also es ist wirklich so extrem, dass ich die auch zurückgeschickt habe. Die ist schon schlank, Und die ist vorne schön schlank. Ist natürlich klar, die Spaltwirkung ist dann nicht ganz so immens, aber das muss ja auch gar nicht sein. Also damit kann man auch die größten Teile spalten. Das funktioniert wunderbar. Man kann auch kleinere Arbeiten machen, wenn man mal irgendwas anspitzt. Mhm. Deswegen habe ich auch gerne immer ein leichteres Messer dabei. Und das Messer, was bei mir demnächst ins Repertoire kommt, ist auch ein sehr kleines Messer. Und nicht so ein Prügel, wo man batonieren kann, weil ich eigentlich immer, wenn ich Holz mache, eigentlich immer die Axt dabei habe. Und ich habe mich so verliebt in dieses Teil. Und da gibt es noch eine ganz kleine, nette Geschichte. Dafür brauche ich es aber nochmal. Du findest sie mir einfach nicht. Und zwar habe ich mir die Axt beim Uli Dehler gekauft. Und es ist jetzt ein Zufall, aber die Insignien des Schmiedes, die werden ja hier oben rein gestempelt. Und, das sehen? Ach, guck an, Alter. Also, Atze, wisst ihr ja, ist ja mein Spitzname. Und es sind die Initialen von meinem richtigen Namen.
den wir jetzt nicht verraten werden. Ja, aber das finde ich, ja, find ich echt witzig, ja, das geil. Ist echt, und das ja, Teil das kam an, ja, und diese witzig. Initialen von ja, dem Schmied ja. und denke mir so, krass, aha. Junge, hast du einen geilen Namen. Nee. Und das war ja. so ein Moment und dann habe ich das erste Holz damit gespalten und ich liebe dieses Teil. Apropos, ganz kurz, Paracord. Man kann auch schöne Knoten machen und solche Lanyards. Ja, also ich bin immer, wenn wir unterwegs waren, habe ich immer gehofft, dass irgendeiner eine Axt mitschleppt, weil ich einfach gar keine Lust habe. Ich bin dann immer der dann die Säge dabei hat. Mittlerweile habe ich auch die große Säge. Aber nee, also ich liebe Äxte auch, aber ich bin oft einfach echt zu faul, zu geizig, mir noch das Gewicht aufzuladen, ja. wie soll man es nennen, ich weiß es nicht. Aber na klar, also ich kenne der Howie hat die kurze, die ist auch schön. Es ist ein Unterschied. Ja, aber es ist echt ein Unterschied. Ich habe mit der vom Howie auch schon oft geschlagen ja. und da ist echt nochmal ein Unterschied, ja. Nee, und auch nochmal zum Preis, es ist wie bei der Pfanne. Das Ding ist geschmiedet, ja. Selbst wenn der Stiel mal bricht, das Ding kann man ersetzen, ja. aber dieses Teil verlässt euch nie wieder. Ja. ja. Das ist was du für immer einfach haben wirst. Mhm. Wenn du es natürlich pflegst ja. und nachschärfst und halt nicht Griff, verkommen lässt der irgendwie. Wird auch immer schön geölt. Genau. Natürlich kannst du was mal brechen, der Griff und so, aber das ist dann trotzdem nicht verloren. Du kannst so ein Ding neu ja. bestielen. Ich habe am Anfang habe ich ja. mir so einen Lederschutz hier hingemacht. Ja. Das ist vor allem dann wichtig, deswegen eigentlich gebe ich die gar nicht gerne aus der Hand, weil die halt auch wirklich viel Geld kostet. Und man hat sehr schnell auch daneben geschlagen. Das ja, ist ja. auch schon mit der passiert, wo ich die aus der Hand gegeben habe ja. und deswegen habe ich da so einen Lederschutz mal hingemacht. Aber irgendwie, der wurde dann irgendwie brüchig, ist dann abgegangen und irgendwie finde ich das irgendwie nee, das so, ist, so geil. Was mich manchmal stört, ist, dass der Stiel ist hier an der genau, das hast du mal gesagt, dass der dir zu scharf kam. Der ist dann sehr spitz an der Seite. Das finde ich bei den Hultafors, die sind eher rund. Du hast zwar ja. mehr Grip, ja. ne? Ja. Dadurch verrutschst du nicht so arg, aber du kriegst halt Hotspots, wenn ja. du viel so ja. kleine Arbeiten ja. machst. Aber gut, das ist definitiv. gejammert definitiv. Auf hohem Niveau. Also das Ding ist der Hammer. Das ist auf jeden Fall Platz 1. Und wenn ihr euch eine teure Axt kauft, würde ich persönlich immer die Grenzforce der Wetterlings bevorzugen. Ich auch, glaube ich. Und wenn ihr eine günstige kaufen wollt, dann holt ihr euch die Halterforce, ja. weil die ist auch einfach, die kostet ja, glaube ich, 35 Euro oder so, also in der gleichen Größe. Also nicht ja. diese Classic-Serie, genau. sondern die normale. Die ist auch, die habe ich am Piratennest, die ist auch wirklich super, super genial. Ja, bin ich d'accord mit deinem Platz 1. Okay. Schön. Und Platz 0? Wichtig sind immer den richtigen Outdoor-Buddy dabei zu haben. Weißt du was? Ich dachte in dem Moment auch, ich sage jetzt so, Platz 0 ist natürlich die Freundschaft, ja. die Gesellschaft und einfach auch der Spaß an der ganzen Sache. Ja, ich meine, das ist eigentlich Platz. Solotouren sind sicherlich cool, habe ich tatsächlich noch überhaupt gar keine gemacht, steht bei mir schon lange auf meiner Liste. Aber irgendwie würde mir was fehlen. Also, bei mir ist auch schon echt schon lange her. Letztens hat mich ein Abonnent angeschrieben, ob ich überhaupt noch alleine unterwegs bin. Nein, also ich finde einfach, zu zweit, zu dritt, das ist einfach am schönsten, weil du hast halt einfach den Austausch. Ja. Man ergänzt sich gegenseitig, auch gerade was Ausrüstung betrifft. Der eine bringt die Säge, der andere bringt den großen Topf, der andere bringt das Beil. Ja. Und so ergänzt man sich halt einfach. Definitiv. Und, also das ist das Wichtigste. Auch von der Dynamik her ist es halt zu zweit einfach... Ja. Klar ist es bestimmt schön, auch ich kann den Howie verstehen, der dann gerne allein in seinem Lager sitzt und so, aber mir wird dann irgendwie das Gespräch fehlen einfach. Ja, eine gute Mischung macht's. Und, und vielleicht nochmal ganz kurz am Ende von so einem wirklich geballten Ausrüstungsvideo, dass natürlich der Spaß in der Natur und auch der Respekt vor dem Wald, dort wo ihr unterwegs seid, das ist absolut an oberster Stelle, klar. An oberster Stelle und Ausrüstung macht euch nicht zu einem besseren Naturfreund. Nein. Also, und es ist auch alles überhaupt kein das Muss. Das beginnt im Herzen. Ja, natürlich. Und es reichen die Turnschuhe und die Jeans. Natürlich. Und das Küchenmesser im Prinzip. Ja. Da könnt ihr rausgehen und könnt einfach viel Spaß draußen haben. Okay, man braucht das alles nicht. Aber es kommt halt, wenn du dich halt mit dem Thema beschäftigst. Wie jedes andere Hobby auch. In jedem Hobby hast du halt Dinge, die du siehst irgendwo. Und dann probierst du halt rum. Dann kaufst du mal das an. Dann war das nicht so gut. Dann kaufst du mal hier. Und genau. manche und Sachen einfach, kristallisieren sich dann halt raus. Richtig, und dann, deswegen habe ich auch gesagt, das sind die Dinge, die ich tatsächlich... quasi immer dabei habe. Ja. Das sind meine Top-Sachen, weil sonst hätte ich sie nicht immer dabei. Also, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Langes Video. Eure Top 10 Items oder die Top 3, die reichen auch, wenn ihr nicht so viel schreiben wollt. Top 5, genau.
Schaut beim Sigi auch mal vorbei. Ihr habt heute von vielen anderen Videos erfahren, auf seinem Kanal, auf meinem Kanal. Stöbert da einfach mal rum, wenn ihr da ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen wollt. Sigi, ich danke dir, auch wenn meine Items geiler waren. Items, oh, da werden sich wieder viele Leute beschweren, das sind die Gegenstände. Leute, er macht jetzt hier einen auf, als hätte er jetzt gewonnen. Man könnte das Ganze jetzt auf die Spitze treiben und könnt euch ja mal abstimmen lassen. Ja? Ah gut, okay. Aber vielleicht machen. Geht er dann weinend nach Hause oder vielleicht liege ich dann weinend im Bett. Ja, vielleicht. Das braucht man nicht. Competition. Das heißt, es reicht, Kanal abonnieren, seinen Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und dann entlassen wir euch jetzt nach diesem wahrscheinlich Monster-Video, Ausrüstungsvideo. Also, bleibt gesund, habt viel Spaß draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ich brauche die geileren Sachen. Ich habe dafür den Käfer. Cool. Oh, mein Arsch, Alter.